Moin, moin, ich bin's, der Günder. Uff, oh, Aufnahme Nummer 3. Ich will euch ein Live-Gameplay mit der Zelda zeigen. Nur irgendwie sind die Gefechte im Random gerade sehr, sehr tragisch. Das letzte ging, fragt mich nicht. Wie lange ging das? Warte mal. War eine schnelle Runde irgendwie. Fast 11 Minuten, hast du nicht gemerkt. Wir sind einfach nur dem Gegner hinterhergefahren. Die haben ihren Cap verlassen direkt. Obwohl sie 2 Zerstörer am Cap hatten, haben sie sich von uns überfahren lassen, weil... ich kann es kaum erklären. Quatsch. 2 Desmos haben sich in einer Insel verstecken wollen, sind beide geplatzt. Die Repo hat sie direkt im Stich gelassen. Die DDs haben abgedreht. Ja. Das war die Runde. Wir sind hinterhergefahren und haben den Rest noch aufgeräumt. Hatten alle 3 Caps. Es ging gefühlt viel schneller als 11 Minuten fast. Wow. Okay, nochmal. Also... Die Dämonenschwester Salem, die kein Hydro haben darf, ein kürzeres Radar hat. Dafür den britischen Superheal. Ein stronges Schiff, ich fand immer gerne an der Front damit, deswegen habe ich auch ein relativ, ja, viel tanky eingebaut. Damit gewinnt man zumindest normales Kreuzerduell, das heißt, ist ja meistens Nose in HE spammen. Könnt ihr mit so einem Scheiß eigentlich nicht verlieren. Gebt euch für sowas ruhig. Hier, die Schadensbegrenzungsmods. Skillt euch auch die... Wie heißt er? Na, sag mir's. Überlebensfähigkeit. Brandschutz auf BBs. Sicherlich, auf Kreuzern. Kann man machen, muss man nicht. Es ist keine dumme Idee, aber da wir sehr kurz brennen und auch eine sehr, sehr geringe Reparatur... Cooldown haben. Ignoriere ich das hier einfach. Auf allen anderen würde ich das durchaus empfehlen, was vor allem verlängerte Branddauer hat. Also sprich, ihr fahrt das auf einem Schlachtkreuzer oder auf einem BB, dann natürlich Maximum Brandschutz drauf. Ihr seid oft ein großes stationäres Ziel. Im Schlachtkreuzer weniger als mit dem BB, aber trotzdem nehmen die Schlachtkreuzer durch ihre Größe bedingt schon viel Shells entgegen. Wir schauen jetzt noch mal rein in ein Live-Game. Mal gucken, was passiert. Ich möchte mal ein normales Game sehen zur Abwechslung. Ah, im Hintergrund haben wir ein bisschen No-Copyright-Sounds laufen. Wir kriegen HQ wie praktisch. Nur 2 Battleships, eine Menge Kreuzer. Oh, das könnte interessant werden. Das habe ich noch nicht gehabt. So. Eine DD-Divi. Könnte ein Vorteil sein für uns. Weil sie gern tödlich zusammen für einen Camp fahren. Also wenn wir da richtig gut arbeiten, dann nehmen wir beide raus. Problem ist natürlich mit einer HQ. Wir können eben nicht viel mit der Nose dastehen und tanken. Wir müssen uns leider viel bewegen. Die HQs. Auch wenn das anscheinend genervt wurde, ist, ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch, wie mich mal eine HQ gedroppt hat mit... Ich glaube, fast 50.000 Damage. Das war gigantisch, ich war so entsetzt. Also laut letzten Informationen, die mir zugetragen wurden, kannst du maximal, ich glaube, 25.000 Damage ziehen. Wir werden sehen, was passiert. Als Radarkreuzer an der Front bist du natürlich ein geeignetes Ziel. Da ich aber nicht mit Range Mods spiele, am Cap arbeiten will, wofür haben wir das Radar sonst? Werden wir auch dementsprechend Schaden fressen. Da kommt schon wieder das Tankbild ganz gut. Auch weil ich hier sehe Goliath, Sau, Moskva, Mino. Mino tut auch weh natürlich, aber mit der Nase nicht so wild. 2 Desmos. Kein HEBB, Gott sei Dank wenigstens etwas. Ja, ich überlege. Normalerweise würde ich sogar in B reinfahren tatsächlich und in DD supporten, aber... Und das können wir jetzt hier gerade nicht gewährleisten. Wie gesagt, mit dem CV, der Balance ist da einfach mal weg. Spottet mich auf. 6,4 tatsächlich. Ich wollte ein Ausrüstungs-/Skill-Video machen, aber da wohl die Skill-Änderungen vor der Tür stehen, ignoriere ich das. Das heißt, sobald das neue Skill-System implementiert wurde, werden wir ein Video dazu machen, was... für mich Sinn macht, was ich skillen oder slotten werde, um auch weiterhin mit meinen Kreuzern an der Front zu arbeiten.
Das ist nicht unbedingt nötig für Kreuzer, die lieber weiter hinten spielen wollen. Oder sowas wie Ranged Hindenburg oder so ein Käse. Ich weiß, dass es viele gibt, die machen das. Da bin ich Gott sei Dank immer ein bisschen individueller. Ich mag das sehr. Du musst einfach mal irgendwas für dein Team in die Hand nehmen und tanken. Ihr wisst da einfach, dass die BBs immer scheuer werden, tatsächlicherweise. Ich verstehe das auch. In Zeiten von Thunderer und Co. Ja. Okay, wir haben Goliath Desmosau. Das wird schon echt ui. Trotzdem sind wir tapfer. Wir haben den Yamato hinten dran. Erwarten tun wir lieber mal nix. In der Hoffnung, dass Yamato ein bisschen weiter mit nach vorne fährt, wenn sie drei Kreuzer so hart an der Front hat. Wünsch mir das. Oh, wir nehmen die AP in die Hand. Es ist beim Goliath zwar, weiß nicht wie gut. Oh, der dreht aber schon weg, leider. Ja, die Goliath mit ihren dicken Guns hat natürlich ein hartes Potenzial für harten HE-Damage. Und mit ihrem wirklich relativ hohen Reload hoffen wir, dass wir uns das sparen können. Oh, jetzt haben wir natürlich das Hydro nicht dabei. Wenn wir auch den Desmo hätten. Ist auch schade, dass das Def AA auf der Salem so weak ist. Weak meine ich 50% auf den kontinuierlichen Schaden. Ich habe gestern mal zufällig drüber geschaut und dann fiel mir auf, dass die amerikanischen Zerstörer tatsächlich 100% Damage Boost kriegen auf den kontinuierlichen Flaggschaden, was wirklich sehr, sehr nice ist. Also sprich, man kann sich durchaus eine kleine Flak-Gearing oder eine Flak-Fletcher bauen. Das ist machbar. Nicht so dumm, wie es vielleicht klingen mag. Wir wären tatsächlich gut geeignet, uns zu schlägern in einem Duell mit einer Goliath. Torpedos to starboard. Ich weiß nicht, was er für ein Bild fährt. Ich weiß nicht, wie geläufig das so ist, ein Tank-Bild auf Kreuzern. Ich muss sagen, nachdem ich die letzten CW-Seasons und KOTS damit gefahren bin, das ist sehr, sehr interessant, weil es wirklich gut funktioniert. So, wir würden aus dem Spot mal rauskommen können eigentlich, aber ja. Die Desmo kommt sehr nah hier ran, das tut mir auch jetzt schon leid, glaube ich. Und jetzt können wir theoretisch ein bisschen unspotted arbeiten, bis uns das Radar von der Desmo vielleicht aufmacht. Dann die Montana-Farm mit drei Geschützen vielleicht, präferierterweise. Ja, diese Desmo hat es eilig gehabt zu sterben, ich weiß nicht. Können wir noch ein bisschen rumkommen hier? Das könnte noch reichen. Unser Yamato ist halt hier. Wow, super Typ. Das ist mal Einsatz als BB. Das finde ich toll. Leider haben wir keinen Kreuzer hier auf die Flanke bekommen. Das wäre wirklich, wirklich nice. Oh, die Halland hat sich mittlerweile den Cap geholt. Oh, wir sind bei schlanken erst 60.000 Damage. Und das ist trotzdem eine gute Zahl. Dafür, dass wir eigentlich nur nichts viel gemacht haben. Also den Cap hier ein bisschen zu deffen. Ah, schnell einen Schluck Kaffee. So, wir haben natürlich hier Torpedos von der Sau. Die laufen maximal 12 Kilometer. Also ich denke mal, mit ein bisschen Glück ist die Yamato safe. Wir werden gleich mal schauen. Irgendwer muss ihn jetzt aber da rausholen. Und ich bin geneigt, es zu machen, wenn wir nicht gespottet werden von da drüben. Kann passieren, die Halland macht uns auch. Much obliged, Commander.
So, wir können fast unspotted schießen. Aber noch fast. Mal drauf schauen, ne? Abfeuern der HG im Nebel. Wir fahren kurz in den Daring Smoke rein. Da könnten wir theoretisch unspotted auf die Bar schießen. Die Mino ist auch hier drin. Und wir sollten den Mino Smoke nehmen. Er hält nämlich länger. Machen wir das, bevor er aus der Range fährt natürlich. The enemy team has taken the lead. Ich will mich auch nicht hart verstecken unbedingt. Irgendwer muss ein bisschen der Yamato beim Tanken helfen. Ja, unser Yamato brennt hart. Aus. Oh, die Sau, wenn sie normalerweise nicht ausgerüstet und geskillt ist, die outspottet uns natürlich. Aber trotzdem mal hinterher. Ja, jetzt werden wir gespottet von der Sau, macht aber nichts. Wir werden aber reindrehen, dass uns die Montana nicht aussehen, direkt mal was klatscht hier. Unser Radar geht halt leider nicht weit genug, um sie zu spotten damit. Harte AP-Schelle. Nicht schlecht. Hat da aufgepasst leider. Trotzdem AP, er wird sich früher oder später wird sich ein bisschen reindrehen. Wow, das war hart. Wir zücken unseren super geilen Heal, den wir haben. Problem solved, Sir. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Müssen mal gucken, was die Flak für uns tut oder nicht tut. Oh. Scheiß. Leider absolut nicht genug. Nicht genug, leider, ne. Naja, wow, diese Sau ist echt hart. Ja, und wir sind so weit vorne, wir fressen zu viel Damage. Ah, freut sich der kleine Redline Schimmler. Och Gott. Das war jetzt absolut unnötig, aber wir sterben sowieso. Dafür haben wir die Sau rausgeholt. Unsere Yamato lebt. Ja, wir waren wirklich hart dran, ja. Reden wir nicht drüber. Ist okay. War nötig, aber wir liegen zurück. Okay, das hätte man sparen sollen. Nee, Quatsch, scheiß drauf. Das ist ein Job. Das ist ein Job für einen schweren Kreuzer. Der nicht so weit sichtbar ist wie manche andere. Ich denke, das ist okay. Dafür haben wir der Yamato ein bisschen Feuer abgenommen. Heißt, er kann noch andere Dinge tun. Der Cap ist verteidigt erstmal, da wird doch schon keiner reinfahren. Wir wissen nicht, was die Hallern macht. Wir wissen aber auch nichts, was hier los ist. Wir haben eine Menge Leute verloren tatsächlich. Was gemacht haben, eventuell. Also ein Schiff mit rausnehmen wäre schon nice. Dann hätten wir zumindest einen Gleichstand. Ist okay. Machst du nichts, muss man durch. Oder gemacht. Es waren leider nur unepische 81k, 6 Brennen und 24 Shells. Ist egal, wir haben den Kill mitgenommen. Und ja, kann auf anderen Karten, das ist nicht meine Karte, Tears of the Desert, das kann auf anderen Karten deutlich besser laufen. Auf denen man mit Inseln besser arbeiten kann, zwischendrin auch mal abtauchen kann. Man muss dann nicht unbedingt drei Schiffe tanken, sondern eins bis zwei. Man kann sich so ein bisschen aussuchen, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Probleme habt mit eurer Überlebensfähigkeit, ne, dann benutzt die Inseln, wie ihr könnt. Das heißt, das, was ich hier gemacht habe, es ist nicht die feinste Art, sein Kreuzer unbedingt zu verstecken, aber wenn ihr wisst, sind halt zu viele Schiffe, die euch gleichzeitig Feuer geben würden, und das hatten wir auch mit der Yamato hier. Benutzt ruhig ein bisschen irgendwas als Deckung, damit ihr euch gegen einen Teil des Incoming Fires, was euch schießen könnte, abschirmt. Immer eine gute Idee, gerade wenn man hier vorne arbeitet, ne? Und ich fand das toll von der Yamato, dickes Lob an ihn. Eine normale Yamato wäre jetzt wahrscheinlich hier hinten gestanden. Ich gebe euch Long Range Support, aber er trifft weniger, er tankt nichts für dich. Das heißt, die Kreuzer kriegen mehr Feuer, sterben schneller.
Und dann ärgerst du dich auch, das willst du nicht haben. Ja, das war einfach mal ein random Gefecht mit der Salem. Ich mach gleich noch eins mit der Desmo. Die Desmo ist natürlich nicht so tanky heal bedingt. Aber ich muss sagen, durch ihre Manövrierbarkeit fahre ich das unheimlich gern, das Auto. Mit dem Hydro Leute um die Ecke verarschen. Ich nenne es verarschen, das ist frech, aber ich mach's gern. Du bist super mobil. Bis gleich und bis später. Oder bis heute Abend, man weiß ja nicht. Haut rein.